in English and apologise for speaking in English. I'm Ben Timmons, I'm responsible for marketing for Qualcomm across Europe. And just wanted to say quickly what a great achievement this is for Vodafone, for us, for our partners HTC, delivering the first LTE smartphone in Europe, built on a tremendous amount of detailed technical work that we've done with HTC, with Vodafone over the past few years, right the way back to involvement in standards bodies collectively to get a really fantastic new technology up and running very, very quickly in comparison to the kind of technologies that we've implemented before. So I'll hand over to my colleague Georg, who's going to talk to you in German. Thank you. Ja, guten Tag zusammen, mein Name ist Georg Schweighofer. Ich bin hier bei Qualcomm, zuständig für das Marketing für QCD-Chipsätze in Deutschland, deutschsprachigen Raum. Und auch für uns ist natürlich ein ganz großes Event, heute daran teilzunehmen. Vielen Dank für die Einladung. Wir sind ja generell eher ein bisschen verborgener. Jeder kennt natürlich die Firma Vodafone, jeder kennt die Produkte von der Firma HTC, aber auch so die Kernstücke drin von der Firma Qualcomm, Snapdragon-Prozessoren, liefern natürlich auch einen wichtigen Bestandteil. Und wir arbeiten schon sehr lange dran an LTE. Es ist auch unser größtes Entwicklungsprojekt. Ich denke, da verrate ich keine großen Neuigkeiten. Ganz kurz zum Qualcomm. Firma Qualcomm, wir sind die Nummer 1 im Halbleiterbereich für Wireless. Und das ein wichtigeres Slide, was ich zeigen wollte, ist eigentlich, wir haben in den letzten Jahren mehr als fast 20 Milliarden Dollar investiert in Forschung und Entwicklung und jedes Jahr mehr als 20% unseres Umsatzes, unseres Revenues, wird wieder reinvestiert in Forschung und Entwicklung. Und ein Zeichen dafür ist natürlich jetzt auch LTE. Wir haben beim Projekt LTE vor mehr als 3 Jahren begonnen. Das hat mit der Firma Vodafone zum Beispiel begonnen, mit den ersten Abstimmungen über Anforderungen, über Rollout-Pläne und so weiter, wann wir die entsprechenden Technologien liefern müssen. Hat dann bei uns intern gibt es natürlich, der erste Schritt ist, wenn wir die entsprechenden Lösungen haben, dass wir bei den Infrastrukturherstellern schon mit Vortesten, noch bevor wir überhaupt ins Labor bei der Firma Vodafone zum Beispiel gehen, haben wir das schon vorab getestet. Das ist ein spricht man so leicht drüber, haben wir schon vorgetestet, aber es ist ein Riesenaufwand. Bei LTE sind natürlich, haben wir von Anfang an fokussiert auf Multimode, das heißt LTE, auf 3G, auf 2G. Und natürlich, wir haben nicht nur eine Technologie dazu bekommen, wir haben natürlich auch neue Bänder, 800 MHz, 2600 MHz Bänder. Und das erhöht natürlich den ganzen Entwicklungsaufwand, insbesondere auch den Testaufwand. Und da haben wir natürlich schon sehr früh begonnen. Letztes Jahr hatten wir dann schon die ersten Datensticks gelauncht. Wir können natürlich jetzt da wieder darauf zurückgreifen, auch bei der Firma Vodafone war eben der Stick gelauncht. Wir können darauf zurückgreifen bei dieser Technologie, auf die Erfahrungen, auf die Tests, die wir dort gemacht haben. Sie können sich natürlich vorstellen, wenn Sie 3 Modi haben plus mehrere Bänder, gibt es natürlich viele Kombinationen, die man durchtesten muss. Und wir sind sehr stolz, dass wir heute natürlich hier dabei sein können und das erste LTE-Smartphone hier launchen können mit der Firma Vodafone und der Firma HTC. Auch mit der Firma HTC verbindet uns ja eine lange Historie. Waren ja schon vor vielen Jahren der Ersten, die auf unsere noch vor Snapdragon-Zeiten hochintegrierten Lösungen, hochintegrierten Chipsätze zugegriffen haben, haben dann die ersten Smartphones, wenn man so nennen darf, Windows-basiert damals noch, auf den Markt gebracht. Und wir haben also sehr viele Produkte auf den Markt gebracht. Ich denke, wir können da wirklich stolz drauf sein. Jetzt mit dem, unserem Snapdragon-Prozessor, der eben die entsprechenden Funktionen integriert hat, vorgetestet. Und ich freue mich natürlich auch hier auf eine ganz interessante Zeit und ich bin ganz begeistert. Ich habe vorhin auch das Gerät getestet, über 50 Megabit Download-Datenraten, auch 10 Megabit Upload-Datenraten, das sind schon sagenhafte Datenraten und ich freue mich wirklich drauf, mit Ihnen einzeln dann auch
bisschen drüber reden zu können nachher in der Section. Gut, vielen Dank. Also, es ist wirklich, wir haben es gerade aufgezeichnet, 57 Megabit pro Sekunde. Ja. Ich habe noch nie so ein schnelles Spielzeug dran gehabt. Sorry für die.